gesprungen. Und nochmal Sprung. Gut. So, und Versuch Nummer 2. Wunderbar. So. Diesmal sind wir ausnahmsweise mal nicht zu üben. Ja, wunderbar. So, und wir rutschen nach unten. Und hey! Na toll. Das war knapp. Das hätte ungut enden können. So, auf ein neues. Obwohl, ich könnte ja als Metall-Mario diese blöden Kappenträger töten. Diese, keine Ahnung, wie die heißen. Ja, genau, die dessen Namen ich nicht sagen darf. Ui, ich will hier... Alter Mario, stell dich nicht so blöd an. Mario. Gut. Da hoch? Ja, fast. Nein, nicht. Wieso muss hier alles so rund sein? Ja, gut. Ich meine, ist okay. Sprung. Gut. Das war dafür doof. Ich frage mich eh, wie ich da jemals raufkommen soll. Na toll. Also so auf jeden Fall mal nicht. Nur weil ich die Kamera umstelle, das bringt mir auch nicht viel, ne? Das muss ich auch noch lernen. Und dieses kleine Ungetüm macht mich auch wahnsinnig. Du kleines süßes Maskending. Genau. Fast wäre ich in die Lava reingefallen. Wow. Aber nur fast. Denn ich bin Mario. Ich lasse mich nicht von Lava-Trappen blenden. Oder so. Wir könnten es mit einem Dreifachsprung versuchen. Ja, wunderbar, gut. Ich würde mal sagen, die schwierigste Münze haben wir gefunden. Weil ich einfach so episch gut bin. Ich muss jetzt echt die Kamera, glaube ich, das irgendwann mal umstellen. Und da ist ganz vorsichtig, dass ich nicht runterfalle. Wie gesagt, das ist mir letztens passiert. Man erinnert sich vielleicht an die Aufnahme. Jetzt kommt wieder das Lustige. Hui! Hui! Wir machen es auf die gute Methode oder auf die einfache Methode. Ich lasse mich einfach hier runterfallen. Gut. Nummer 7. So, und die letzte ist da hinten. Ja, wunderbar. Und da ist ein Stern. Ja, was willst du mehr? Ne? Nein? Gut, wir haben den Stern erhalten. Na natürlich, ich trinke fleißig nebenbei. Ja, komm, jetzt machen wir, gehen wir dann... Was war das jetzt gerade? Der andere Eingang, das müssen wir ja wohl irgendwo finden können. Wird ja wohl nicht so schwierig sein. Wow. Wann hat man hier so einen Rückschlag? Ja, also der andere Eingang, da müssten wir eigentlich nur gucken um einen anderen Eingang. Vielleicht da hinten irgendwo? Nee. Da auch nicht? Nee. Gucken wir nach hoch. Ja, und wir haben den ersten Schalterpalast gefunden. Ich bin ja richtig froh. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Alter, nee, werf mich ja nicht runter. Nein. Nein. Na, zum Glück ist hier kein Abgrund. Hm? Zum Glück, Mario, ne? So. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt das Dach da oben versuchen zu erreichen. Dann schauen wir mal. Aber dazu müssten wir erstmal an diesem lustigen Tölpel vorbeikommen. Wobei, den könnte ich jetzt eigentlich einfach nehmen und wegwerfen. Und töten. Ja. Oh, armes Putt-Putt. Gucken wir mal hier rein.
Münzkreis? Vielleicht ist hier ein Teleporter? Kein Teleporter. Was bedeutet diese? Kann ich die lesen? Nee. Kann ich da draufstellen? Ja schon, kann ich die? Nö. Aber irgendwas muss die ja bedeuten. Kann ich da schieben dran? Nee. Kann ich die von der anderen Seite lesen? Nö. Kann ich sie vielleicht hier schieben? Es ist äußerst merkwürdig. Ich meine, hier sind Münzen und eine rote Münze, aber mehr nicht. Das kommt mir schon etwas merkwürdig vor. Etwas deplatziert und fehl am Platze. Komme ich hier hoch? Ja. Geht sie weg. Bringt mir das was? Nö. So, wo waren wir hier noch nicht? Eigentlich waren wir ja schon überall. Autsch. Das hat leid. Wow. Wieso hat diese Kiste so einen Rückschlag? So, da unten waren wir auch schon. Da waren wir überall schon. Da oben waren wir auch schon. Ja doch, da waren wir überall schon. Wahrscheinlich ist das irgendwo, obwohl getaucht bin ich ja auch schon überall, oder? Oder irre ich mich da etwa? Nee. Getaucht sind wir auch schon überall. Wahrscheinlich bedeutet der andere Eingang, ich muss einen anderen Eingang ins Level finden. Gibt's das? Kann das sein? Kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Da müsste ich rein und da ist irgendwo so eine, muss irgendwo eine Warp-Plattform versteckt sein. Das ist eine Warp-Plattform. Würde ich sagen, kennt man so vom Mega, vom Mega Man, sei vom Bomberman. So, da gibt's auch nichts. Also sehr viel sinnlose Texturen. Da habe ich noch nicht geguckt. Vielleicht ist hier noch ein geheimer Eingang. Ist hier ein geheimer Eingang? Vielleicht hier? Ums Eck? Ich weiß, ich habe keine Luft mehr. Nö. Ist alles so wie immer. Juhu! Gut, hilft mir aber nicht viel. Da unten gibt es ja auch nicht mehr. Da war nur das da. Wahrscheinlich gibt es im geheimen Labyrinth irgendwo noch geheime Dinge. Hm. Weil hier haben wir ja wirklich nicht so viel erforscht. Vielleicht hier? Geradeaus? Nö. Tja. Aber, Moment, wenn hier das Gitter war, dann werden wir hier runter gucken. Ja, das Ding, das macht mir keine Angst mehr. Was ist hier für ein Gitter? Ja, wobei, das ist von der anderen Richtung. Hier ist ja der Stern. Wo ich sag mal, mehr als ersticken können wir eh nicht, ja. Von dem her, schwimmen wir noch ein Stückchen hoch. Ah, ich weiß schon, okay, hier. Nein. Okay, nee, das bringt nichts. Ja, komm raus. Provozieren müssen wir es jetzt auch nicht, dass wir sterben. Ja, schade um Mario. Ja, wobei, das wird jetzt etwas knapp. Hm. Ja, das wird nicht etwas knapp, das wird tödlich, würde ich sagen. Nein, Mario stirbt nicht. Ich wollte das doch gar nicht. Nein, ich wollte das doch gar nicht. Nein. Obwohl, eigentlich ist mir ja egal. Ja, der andere Eingang, das hört sich so verdächtig an. Wir werden jetzt gucken, ob wir hier vielleicht wirklich irgendwo einen anderen Eingang finden. In das Level. Hm. Vielleicht ja hier beim Fenster rein? Nö. Ah ja. Ha. Das hätte ich es geahnt, ne? Die Frage ist nur, wie wir da hinkommen. Hm. Ja.
Ja, genau, so kommen wir zum Beispiel hin. Ja, das war ja einfach. Okay, danke, hallo. Ja, super. Ja, so wollte ich das. Na, schauen wir mal, was die letzte Mission hier ist. Okay, wie es aussieht, gibt es nur 6 Missionen. Ich habe dir kurz trinken müssen. Das bedeutet, wir haben dieses Level komplett abgeschlossen. Yeha! So, dann ist das nächste Level, was wir machen, eventuell das hier. Gucken wir mal rein. Ja, geh runter, komm. Schieße dich auf den Gipfel des Himmels. Genau, das war die Mission, da wo ich wahnsinnig wurde letztens. Von daher werden wir mal gucken, was wir hier so machen können. Hey, Metal Mario. Ich sehe nichts. So. Keine Ahnung, was hier jetzt passiert. Das war auf jeden Fall jetzt nicht intelligent. Ah ja. Verstehe. Ja, ist auf jeden Fall nicht das, was wir wollen, aber naja. Besser als nichts, ne? So. Huch! Komm, der Schaffer. Tauch unter, tauch unter. La 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 la. Rufezeichen! Hoch, 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 hoch. Schnell, Mario. So. Kamera, dreh dich. Kamera, dreh dich. Genau. Gut, so ist es zu langsam. Na super. Dann hier kann ich wieder nicht mehr. Ja, das Level sieht zwar äußerst sympathisch aus, aber eigentlich ist es mir überhaupt nicht sympathisch. Ist mir sogar voll unsympathisch, das Level. So. Schnell, Mario, lauf! Lauf, wie du noch nie gelaufen bist. Alter, ich... Nee. Alter, nein! Ob das jetzt klüger ist, ich bin mir ja nicht sicher. Nö, nee, vermutlich nicht. Nö. Heieieiei. Nein, ich werde nicht wahnsinnig. Nein, ich dreh nicht durch. Tralala, tralala. Alter! Komm schon! Menno! So. So. Ja. Klar, was noch sonst, ne? Wieso muss das alles so gemein getimt sein? Das war jetzt ultra doof. Wieder mal. Ja, so geht's. Gut, und ich bin einfach der... Na, der Beste bin ich nicht, aber ich bin einfach prinzipiell jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen. Alter, Nervenkitzel pur. Ja, Underwater Metal Dash. Und ich habe mittlerweile schon 20 Sterne. Das ist schon eine stattliche Anzahl, muss ich sagen. Ja. Wir versuchen es nochmal hier uns zum Gipfel des Himmels zu schießen. Also zum Gipfel des Turms zu schießen. Das haben wir ja letztens schon verzweifelt versucht und nie geschafft. Die Frage ist einfach, was der beste Winkel ist. Wo ist hier? Genau. Das Problem ist ja eher... Ich glaube, so ist zu hoch, oder? Jetzt ist der Stern genau im Schwarzen unten. Ja, nee, also so ist definitiv zu... Oder war es jetzt zu niedrig? Ich weiß nicht. Ja, komm. Wir müssen einfach noch mehr Versuche wagen. Wie gesagt, ich glaube immer noch, dass es hier oben noch irgendwo eine geheime versteckte Kanone gibt. Vielleicht auf dem Baum oben. Ja, zwar unlogisch, aber hey! Er sagt mir, dass das Spiel logisch sein muss. Autsch. Warum habe ich mich jetzt verletzt? Wollte ich doch gar nicht.
Oder fliege ich mit Metal Mario weiter? Moment, das wäre jetzt ein Versuch. Metal Mario, komm her. Yay! Habe ich ehrlich gesagt im normalen Mario nie probiert. Schuss! Nö, ändert gar nichts. Ändert genau nichts. Naja. Aber wie sagt man so schön, man sollte alles versuchen, nichts außer... Hallo? Nichts außer Acht lassen, ne? Nur so kommt man zum Ziel. Wir sind nicht so falsch, sind wir nicht unterwegs. Es ist nur die Frage, muss ich höher oder muss ich tiefer? So, probieren wir mal so. Aber ich komme interessanterweise eh immer im selben Winkel an. Und jetzt war ich niedriger. Das bedeutet, ich werde jetzt doch vielleicht nochmal etwas höher. Aber für meinen Geschmack ist die Kanone auch zu weit weg. So ein Flugkästchen wäre hier ideal. Aber ist ja keins da. Gut, mach mal etwas höher. Mach mal so. Ja. Nö. Ich komme prinzipiell immer im selben Dingens an. Aber es war schon nicht schlecht. Wie gesagt, die Frage ist wirklich, ob ich hier jemals runterkomme, ohne dass ich in das Wasser reinfalle. Das ist die große Frage aller Fragen. Mario? Das ist die große Frage aller Fragen. Ich werde sie nie beantworten können. Das wird für immer und ewig ein Mysterium bleiben. Oder so. Naja, Versuch 3,75. Ja, vor allem auch mit dieser Sensibilität. Hey! Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aber ja. Ja, merkte, das wird so nicht hinhauen. Ich hatte das Gefühl, das wird so leider wirklich nicht hinhauen. Muss ich die Tür eintreten? Stirb! Blöde Piranha-Pflanze. Kann es ja wohl nicht sein. Oder komme ich? Moment, ich glaube, das habe ich noch nicht versucht, ob ich. Genau, über den Baum. Also muss ich zuerst mal überhaupt auf den Baum raufkommen. Für mich ist ja das Raufkommen auf den Baum schon ein Unterfangen, quasi die Unmöglichkeit, ne? Tja. Nee, aber das geht sich auch niemals aus. Ah, das ist ein cooler Jingle. Geht sich das aus? Nee, das geht sich niemals aus hier. So. Blaue Münzen. Toll. Alter, was war das jetzt bitte? Mario, was machst du für Sachen? Ja, also so kommen wir auch nicht drauf. Ja, ich habe leider das Gefühl, das wird so nichts. Jetzt Moment mal. Muss ich mal gucken, ob das da jetzt unabsichtlich so platziert ist oder ob da oben wirklich irgendwas Tolles ist. Nee, das ist nichts Tolles. Wow. Obwohl, man weiß es nicht. Ja, was würde es mir bringen? Nix, oder? Oder würdest du mir was bringen? Nee. Hey, und du rein da. Ja, jetzt machen wir ganz was anderes. Jetzt ziehen wir mal direkt auf den Stern. Jetzt tasten wir uns langsam voran. Genau so. Also direkt auf den Stern ist so ziemlich der größte Schwachsinn, den es gibt.
Naja. Autsch. Ist egal.